Es ist ganz klar, dass es nicht die optimale Vorbereitung ist, wenn man sich trifft und dann direkt in die Halle geht. Aber wie es oft auch so ist, wenn man im Sommer nach einer langen Sommerpause zusammenkommt und der erste Trainingstag, da zeigen manche dann plötzlich Leistungen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Und vielleicht ist es heute auch so. Wir werden sehen. Ja, wir haben, wie es manchmal dann so auch ist, doch noch zum einen ja, den Marius Wolf nicht dabei, der zwar heute noch da ist und da eben sich auch schon mal vorsichtshalber verabschiedet hat, bevor dann der Wechsel da stattfinden kann. Wir haben auch den Manuel Taffertshofer nicht dabei, der doch noch leichte Probleme hat mit seinem Sprunggelenk. Der hat ja Ende der Serie da im Dezember noch Probleme gehabt. Ich habe gedacht, dass das doch schon abgeklungen sein müsste, aber der Arzt ist da noch ein bisschen vorsichtig und müssen auf ihn verzichten. Wir haben einen Spieler dann zusätzlich dazu genommen, den U19-Spieler Felix Udukay, der dann mitfahren wird und auch zum Einsatz kommen wird. Ja, man muss das einfach so sehen. Die Initiative ist ja nicht von uns ausgegangen, sondern letztlich ist ja schon auch der Verein und auch der Spieler auf uns zugekommen. Und da muss man abwägen. Und natürlich habe ich schon meine Zustimmung letztlich auch gegeben, ne, um einfach dann auch in dem Bewusstsein, dass wir jetzt ein sehr schweres halbes Jahr haben, wo wir aber vielleicht einen Marius Wolf, der noch jung ist, der noch nicht am Zenit seines Könnens einfach ist und der jetzt auch in einer Situation ist, wo er in die Bundesliga gehen kann, wo er ein Angebot bekommt, wo er vielleicht dann auch nicht, wenn das abgelehnt wird, da mit hundertprozentiger Überzeugung in den letzten Wochen dabei sein kann, ne? Und unter dem Gesichtspunkt habe ich mein Okay gegeben und natürlich auch in der Hoffnung, dass wir einfach zwei, drei weitere gute Spieler neben dem Sascha Mölders, den wir ja schon haben, noch dazugekommen. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir eigentlich diesen Wunsch des Spielers versprochen haben, in die erste Bundesliga zu wechseln. Es war in der Tat so, dass vor einiger Zeit der Herr Bader aus Hannover mich angerufen hat und sich mal nach Wolf erkundigt hat. Das war nicht so, wie auch oft zu hören war, dass wir proaktiv gewesen wären, um den Spieler abzugeben, um unbedingt jetzt da eine Einnahme zu erzielen, sondern die erste Aktion ging von Hannover aus im Prinzip. Der Herr Bader rief mich an und dann gab es Gespräche. Und wie es der Trainer gerade erklärt hat, man muss ja wirklich abwägen dann auch, ne, was tut man in solch einer Situation? Und im Endeffekt war es dann auch wirklich so, dass wir auch jetzt die letzten 15 Spiele dann auch nur wirklich Spieler brauchen, die zu 100% einstehen für den Verein, die zu 100% sich identifizieren mit diesem schweren Abstiegskampf. Und wenn man dann so ein Angebot ablehnt für einen Spieler, dann wird es, glaube ich, schwierig. Machbar ist vieles. Was letztlich machbar ist, werden wir erst sehen, wenn wir alle Spieler zusammen haben, der Kader endgültig wieder steht jetzt für die restlichen Spiele und wir dann auch in die Saison reingehen. Es geht einfach darum, dass wir einen neuen Ansatz brauchen, dass wir für uns, für die Mannschaft auch einfach ein neues Verständnis von Fußball vielleicht nochmal aufbauen, wieder in den 6 Wochen oder 5 Wochen. Und dass wir dann so viele Punkte holen, wie es geht. Und es geht nicht darum, ob nun 15. oder 14. oder vielleicht 16., sondern es geht darum, drin zu bleiben in der Liga. Und ich habe keine Angst, das auch nochmal über einen Relegationsplatz dann schaffen zu können. Und ich habe auch die Zeit, dass ich dann dabei sein kann.